Katzfuß und Kotau sind ähnliche Begriffe, die oft im übertragenen Sinne verwendet werden, um Unterwürfigkeit oder übermäßige Ehrerbietung gegenüber einer Autorität oder dominierenden Person auszudrücken. Sie können jedoch leicht unterschiedliche Konnotationen haben und in verschiedenen Kontexten verwendet werden. Ein Kratzfuß bezieht sich häufig auf jemanden, der sich besonders demütig oder unterwürfig verhält, möglicherweise durch übertriebene Lobhudelei oder gefälliges Verhalten, um die Gunst einer mächtigen Person zu gewinnen oder aufrechtzuerhalten. Diese Person könnte sich metaphorisch vor der dominanten Person verbeugen, indem sie ihre Wünsche oder Meinungen übertrieben unterstützt. Ein Kotau bezieht sich hingegen oft auf eine konkrete kulturelle Geste oder Handlung der Unterwerfung oder des Respekts, wie eine Verbeugung oder das sich auf die Knie und Hände begeben. Es kann auch im übertragenen Sinne verwendet werden, um eine ähnliche Geste der Unterwürfigkeit oder Ehrerbietung zu beschreiben. Insgesamt sind beide Begriffe Synonyme für unterwürfiges oder übertrieben ehrerbietig Verhalten, aber ihre Verwendung kann je nach Kontext und Nuance variieren.